weil ich von Anfang an gesagt habe, ich spiele für diese Menschen. Ich will da rein, ich will in deren Herzen, in deren Köpfe, in deren Geschlechtsteile, ich will da irgendwie rein in diese Menschen. Und insofern hatte ich also von Anfang an extreme Antennen nach unten. Und ich liebe, muss ich sagen, ich liebe diesen Gang von dieser Tür zu diesem Stuhl da, zu dem ich mich irgendwie sehr, setz dich mal, guck zu. Und ich liebe diesen Gang, weil für mich ist das die Figur. Eigentlich ist das dann doch der Spielrausch, obwohl es sozusagen jetzt nicht das, mit... Gut, dass du das jetzt mal sagst, ja. Nee, weißt ja. du, letztlich ja, ist ja. das... Und, aber wehe, man erwischt den Punkt nicht. Was ziehst du vor, eine Probe oder eine Vorstellung? Eine Probe. Ganz eindeutig. Ich habe sogar manchmal, also darf man gar nicht so sagen, ne, aber manchmal ganz wenig Lust, eine Vorstellung zu spielen. Gehst du manchmal auch ins normale Theater eigentlich? Nee, selten. Also eine Situation für mich ist ein bisschen unlogisch, dass man so viele Menschen vor sich hat und dass die dann alle vor einem still sitzen müssen und die Klappe halten und man dann so tut, als ob die nicht dort wäre. Also ist für mich einfach unlogisch. Ja. Das ist auch ein großes Problem, dass es diese Hierarchien gibt. Diese gehören abgeschafft. Nur dazu müsste dann auch das viel besser bezahlt werden, damit nicht nur komische Leute Schauspieler werden, sondern auch Leute mit Geschmack, mit Gehirn, sondern nicht irgendwelche Soldaten, die einfach ein narzisstisches Problem haben, eine narzisstische Störung, sondern Leute, die Künstler sind. Und dann könnte das auch funktionieren. Angst. Also dieses Überkompensieren durch zu viel Gestaltung, ne, dieses Äußerlichwerden, das hat irrsinnig viel mit Angst zu tun. Also ich würde mir wünschen, dass ich mich für eine Vorstellung nicht mehr in irgendeiner Form emotional oder aufregungs- oder adrenalintechnisch aufbrezeln müsste, sondern wenn ich zur Arbeit gehen könnte, so wie ich bin, mhm. und da arbeiten könnte mit allem, was ich bin und es sozusagen wie keine, ja, wenn es da kein, wie soll ich das sagen, wenn es da kein Korsett gäbe. Und ich hatte immer das Gefühl, die Sehnsucht, John McEnroe zu sein, ja. war unendlich. Ja. Aber die Wahrheit war eigentlich Ivan Lendl. Und das war eine bittere Erkenntnis. Eigentlich Ivan Lendl. Und diese ganzen großen Begriffe wie Charisma oder Genie oder so, das ist so völlig außerhalb meines ganzen Peilsystems. Also da kann ich, würde ich nie drüber nachdenken. Auf der Schauspielschule hat mal einmal eine Lehrerin zu mir gesagt, das hat mich in eine tiefe Krise gestürzt. Wir müssen an deinem Charisma arbeiten. Wirklich? Ja, wir müssen an deinem Charisma arbeiten. Ich habe meistens vor den Vorstellungen zwei Bier und einen Schnaps getrunken. Aber nicht aus Angst, sondern aus Scham. Also Angst habe ich nie gehabt. Ich habe ganz selten Lampenfieber gehabt. Dann steht dir noch etwas ganz Wesentliches. In der ästhetischen Erfahrung dessen, was schlechthin groß ist, geschieht dem Ich etwas. Nicht das macht es, sondern es geschieht ihm. Was ganz anderes, als überwältigt zu sein. Darin tritt das Ich geistig aus der Gefangenschaft in sich selbst heraus. Sehr schön. Das ist fantastisch formuliert. Sehr schön. Und darum geht es halt.